Servus zusammen und herzlich willkommen zu Die zwei vom Bau zusammen Kuckuck. Mit dem Steve Mörder, aka Berlin Blöskens. Hallo. Berlin Blöskens, hallo. Doch. Ja, wir sind quasi schon an der neuen Baustelle und ja, ready to talk mit der netten Dame. Ja. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Ja, ist ja nicht mein Problem. Aber leider ist keiner der Investoren zur Präsentation gekommen. Als ich nachgefragt habe, hieß es nur, dass man kein Vertrauen mehr in das Projekt hätte und sie deshalb ferngeblieben sind. Die einzige gute Nachricht ist, dass ich sie überzeugen konnte, die endgültige Entscheidung noch einmal bis zum Raketenstart zu verschieben. Ah, easy. Allerdings muss ich bis dahin die Kosten tragen. Keine Sorge. Ich habe meine Anteile an der Rodriguez Company abgetreten, um die Zeit zu überbrücken. Also meine 4 Mille sind safe. Deine Bezahlung ist also sicher. Es ist ein Risiko. Aber es hängen einfach zu viele Träume an diesem Projekt. Also müssen wir das irgendwie hinkriegen. Natürlich. Ich brauche dich dafür an meiner Seite. Ja, dafür bin ich doch denn da. Ohne dich wird das nicht funktionieren. Redet von mir, Mann. Ach, dafür sind wir doch da, oder nicht? So, ja, natürlich. Also, wir werden ja auch erstmal nichts in Rechnung stellen. Das ist so. Erstmal nicht. Ich will doch dosern. Ich wollte es gerade sagen, mein lieber Mörtel wird jetzt gleich wieder dosern wollen. Fuhrpark. Nee. Wo? Da ist der Große. Warum ist sie in der Fahrzeughalle? Junge. Einsteigen. Oh, dann baue ich schon mal den Kran auf und gehe Material kaufen, genau. Ich glaube, vom Stahlhandel kannst du auch was holen, oder? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ich mache ja Fundament, ich meine, Löcher mache ich ja immer mit dem Bulldozer, ne? Mach du, ich gehe shoppen. Genau, ich lasse mich auch fahren hier mit Taxi. Ja, also. Gönn dir. Wir haben ja Geld hier noch. Ich habe 6 Millionen auf dem Konto übrigens. Cool, ne? Da, Baustoff. Einmal. Na, was brauche ich jetzt für die Baustelle? Die Währungsgüter 1, Holz 1, Dock 2, Beton. Olle, was ist das? Aber wir müssen ja sowieso nur Oberboden abtragen. Das ist ja nicht mal ein richtiges Loch, was wir hier graben müssen. Ja, möglicherweise. Ich bin ja mal gespannt, was die Rampe für ein Fundament kriegt. Ob wir die überhaupt bauen dürfen. Ob wir die Zulassung dafür haben, weißt du? Währungsgüter habe ich vergessen. Oh mein Gott. Du was nicht? Ich habe jetzt gar nichts. Ich sag, ob wir die Rampe auch bauen dürfen später. Das wird spannend. Was für eine Rampe? Die Abschussrampe oder ob das eine andere Firma baut. Nein, nichts gibt's. Das bauen wir. Andere Rampe, andere Firma, hallo. Mal wieder los. Weil wir ja so gesehen gar nicht die Erfahrung haben. Ach, babalabab. Da sagt man sowas. 300.000 Tonnen Beton reingießen, das können wir hoch. Oh, du kannst schon Kranarbeiten erledigen, du. Yes, bin schon dabei. Mehr an Material ist das nicht? Doch. Und guck dir das mal an. Das bisschen, was wir hier an Material rumliegen haben. Ja? Und was für eine Riesenablagefläche. Bei der da, wo du es brauchst, hast du es nicht. Ja, durch dich mal nicht. Ich hab bloß noch nicht alles einkauft. Da kommt ja noch was.
Ich kaufe immer alles. Ja, ich weiß schon. Aber ich hab ja nicht gewusst, wie groß das der Platz ist, weißt? Aber jetzt sich ist auch das Platz ist. Jetzt räume ich halt das erst einmal weg und dann stellen wir noch den Rest und dann. Ja, dass wir wieder, weißt schon, umschlichten mähen und dies und das und jenes. Oh, das ist da ein bisschen Arbeit mehr, das kann der Stift dann machen und. Also wegen des Stift mal. Hast du ja gesehen, was rauskommt, wenn der Stift bestellt? Alles kreuzer quer, neig schlicht. Nichts bis dran kommen, das was braucht hast, war ganz unten standen. Nix hat was bei der letzten Bestellung. Gar nix. Holzkreuzer quer. Ja, dann ist da also kein Investor auftaucht, ne? Da schau mal einer Buch. Ach, das kriegen wir schon. Und warte mal, wenn die erste Rakete startet, dann sind sie aber plötzlich alle da und wollen was vom Kuchen abhaben. Ja, ist doch immer so. Ne? Das ist doch immer so. Das ist genauso. Weißt du, wenn du kein Geld hast und du gehst zur Bank und du möchtest einen Kredit haben, dann sagt die Bank, nö. Du verdienst ja nichts, was sollen wir mit dir? Aber wenn du dann im Lotto gewinnst, ja, und hast dann eine 250.000 auf dem Konto, dann sollst du mal sehen, wie schnell die Banker da sind. Ja, aber sie alle was vom Kuchen abhaben wollen, ist doch. Sie haben im Lotto gewonnen, wir können sie da beraten. Ja, Anlagefinanzierung und dies und hast du nicht gesehen. Und auch da könnte man auch. Und dann sind sie schnell da, wenn die spitz kriegen, dass du Kohle hast, du. Wie die Geier, verstehst du? Wie die Geier. Oh, sind's dann immer ganz schnell. Ja, man kennt das. Das ist genau wie mit dem Finanzamt. Wenn die von dir Geld kriegen, dann sind sie schnell. Aber wehe, du kriegst von denen was. Da kannst du noch. Einem immer zahlbar innerhalb von einem Tag. Ja, das wird Ihnen am liebsten. Sind aber auch wieder pingelig heute. Ja, so einfach machen sie es dann. Schaut aber ganz wüst aus. Also, ne? Wenn ich dann so wohl oben drauf schaue, ist da der jetzt auch noch nicht abnehmen. Ja, er schaufelt halt links und rechts immer was zur Seite. Oh, dann ist so das Problem. Problem, da die das jetzt nicht mehr.
kannst du dann immer noch mal zum zweiten Mal dann drüber fahren. Jo, so ist es. So ist es. Ja, schau. 50% hast du doch schon fast. Ajo, ich hab da auch keine Bedenken hier. Einfach rein ins Feld. Oh, so schaut's aus. Soll ich dich vielleicht ein bisschen unterstützen? Och nö, kauf mal lieber Material ein. Also gut, dann bauen wir noch ein bisschen. So, Warshop. Na, schau, jetzt haben wir aber alles. Ja, siehste. Jetzt haben wir alles. Oder alles. Oder wie halt. Aber tiefer wird's nicht, oder was? Nö. Wie ist ja interessant. Wobei das auch nicht überall gleich tief ist. Ich bin jetzt fast gewillt, doch den zweiten Dozer kommen zu lassen. Traust mir das wohl nicht zu, wa? Ah, locker. Locker traue ich dir das zu. Ich kann bloß gerade nichts machen. Das ist es. Keine weiteren Materialien, die wir brauchen. Dies liefe LKW geht für dich. Holzzähne, können wir schon mal herholen. Ja, das kannst du machen. Dies. Könnte man schaffen. Was? Prozent schon fertig, Mann. Das geht doch. Ja, ich sehe's. Ich sehe's. Da sind wir an der Baustelle. Ja.
darfst du bestimmt in diese ganze Fläche hier Kies reinfüllen. Das wäre doch was. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das so kommt. Möglich ist das, ja. Wundern würde mich das auch nicht. Die Wolze ist noch langsam. Lass mal liefern. Bevor ich nicht selber. %72 Ja. Da, was können wir dann nur? Weile, ich bin dran, auspacken. Ich bin dran. Ah, die sind echt pingelig hier, du. Meine Güte, das geht ja überhaupt nicht voran. Ist ja schlimm. Kann man sich nur so anstellen. Auf jeden Fall brauchen wir die Betonkutsche. Echt? Die Betonkutsche. Oh. Was brauchen wir noch? Oh, ich glaube, das war's dann. Hat ja irgendwie bloß ein Stockwerk das Ding oder? Nee, zwei oder drei. Oh. Auf jeden Fall nicht allzu groß. %79 80 Und dann läuft. Muss doch so langsam mal weniger werden hier. Kann man ja angehen, sowas. So viel kann hier doch gar nicht mehr liegen. Das sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, ja, ich sehe das so. Auf zum Schacht. Viel Beton und viel Beton. Das habe ich ja gesagt. Beton, Beton, Beton. Das wird ein ergießendes Erlebnis. Ja.
Auf jeden Fall wird es ein gießendes Erlebnis. Ein sehr ergießendes Ergebnis, ja. Da hast du wohl recht. Bricht die Nacht herein, wird es heute noch was? Bis zum Frühstück bin ich fertig. Okay. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wo die fehlenden 15% herkommen sollen, aber... 14. Das ist schon... ja. Das müsste ja eigentlich mal langsam weniger werden, ne? Ja, eventuell... Wobei, wie du fährst. Also wirklich abhobeln tut er nichts mehr. Ja, aber du hast da jede Menge Dreckberge drin liegen. Das könnten auch die 13% sein. Ja, die fahre ich ja so nach und nach weg. Aber wenn ich einen weg habe, macht er den nächsten. Der größte Dreckberg läuft auf zwei Beinen da gerade rum. Ich hab's gewusst. Ich wusste es. Ja, ja, aber ansonsten wird das doch ganz schön hier. Bist du da jetzt tiefer reingegangen? Kann das sein? Das wird in der Mitte irgendwie tiefer, ja? Ja, es schaut nämlich ganz danach aus. Also wenn ich so mit der Taschenfunzel leucht. Wie so eine Badewanne ist das. Ja. Warne doch, dass du jetzt ordentlich was auf Seitenschub hast. Oh, ich hab die Taschenlampe cool in der Weste hängen. Das ist ja. So eine Badewanne, sagt er. Ja, ja. In der Mitte läuft alles zusammen. Genau. Ja, die so ist. Aber es tut sich verdammt wenig irgendwie hier. Keine Ahnung. Ja, irgendwie, ja. Es zieht sich sehr. Aber das hatten wir ja schon öfter. Ja, man kennt's. Man kennt's. Naja, es sind ja bloß noch 8% verbleibend. Das bin ich dann auch nur irgendwann hin. Ja, irgendwann wird das bestimmt was werden. Irgendwie hat er jetzt auch gar nicht zuckt. Nee. Kurios. Mm-hmm.
93. Dann nehmen wir noch 7 Blitze. Hast du schon wieder Geld ausgegeben? Na. No. Wenn ja, für was? Ja, für mein Dozer zum Liefern. Gib jetzt auch mal ein wenig mit. Nee, passiert irgendwie nicht mehr viel, ne? Fährt ja, hier rüber, macht einem Dingens nach dem anderen weg, aber... Irgendwie ganz gut ist. Ja doch, jetzt hat sie wieder was getan. Oh, halt doch der Bodo mit dem Dozer kommen, sonst wird das gar nichts sein. Ach, hör auf zu singen, Mann. Ja, das gefällt dir gar nicht, ne? Das weiß ich schon. Ach. Das gefällt dir gar nicht, das weiß ich schon. Ja. Jawohl, da haben wir es doch. Junge, Sechstes. Junge, das hat gedauert, du. Nächstes, wenn ich nicht mit meinem Dozer kommen will. Ach, hör auf, du. Ja. Aber dann können wir ja wieder ein Päuschen machen oder nach. Glaub mir, ich habe die Pläne von der Rampe gesehen. Und ich sag dir, da werden wir beide noch blass. Wir gehen jetzt erst einmal in den wohlverdienten Feierabend. Ja, genau. Bis zum 11 in der Nacht, das langt ja wohl. Ich will aber noch ein... Was sind das für blöde Autos, die hier mit mal vor einem aufploppen? Ich will doch auspacken. Ja, dann pack doch noch. Ich pack noch eben aus hier. Ja, wie Weihnachten aus. Hier. Boah, ja, Weihnachts. Weihnachtsgeschenke auspacken hier. Ja, pack aus. Boah, guck mal an hier. Alter Schwede. Ach du grüne Neune. Du kriegst die Motten. Und dazwischen sollst du... Oh nee, wenn ich das schon wieder sehe. Ja, cool, ne? Ja. Normalerweise müsste man jetzt halt eigentlich schon mal drüber, mit der Rüttelplatte drüber fahren. Aber hier, ich sehe hier jetzt aber tatsächlich nichts von Verdichten. Ja, das kommt danach. Und dann kannst du wieder zwischen die Platten fahren. Ja, aber ob das jetzt schon funktioniert, ist die Frage. Fertig auspacken. Kieslieferung, Kiesverdichtung kommt ja viel später. Das Zeug musst du nicht verdichten hier. Muss man nicht verdichten. Nee. Ein Wort in Gottes Güte. Ja, dann machen wir jetzt, Feierabend. Haben wir ausgepackt jetzt Feierabend. Ja, genau. Und ihr, liebe Leute, ihr wisst, wie der Hase läuft. Ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Genau. Beim Intoxic nicht gucken. Bei mir natürlich. Und alle Abonnenten vom Intoxic zu mir. Und ja. Genau. Oder alle, so. Alles lieber zum Berliner. Alles lieber. Hauptsache der gute Mann ist glücklich.
Nee, Quack. So. Ja, nee, dann lassen wir das dann für heute gut sein, ne? Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.